Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Am 27. Februar haben wir hier das Volksbegehren in diesem Landtag, in unserem Landtag angenommen. Und spätestens an diesem Tag hätte die CDU ihren Antrag zurückziehen können, weil er fällt hinter die Forderung der Volksinitiative zurück. Die CDU bestand allerdings auf ihrem Antrag. Sie bestand auf einer eigenen Anhörung im Fachausschuss, alles unbenommen. In diesem Fachausschuss war die erste Ansage von Herrn Bayer als Bürgermeister: Eine Zustimmung zu diesem Antrag der CDU würde nichts weiter sein als, naja, der Spatz in der Hand. Eigentlich wollen wir aber die Taube auf dem Dach. Und das ist auch sicherlich legitim. Nun kann man ja unterschiedlicher Auffassung sein. Denn strittig ist unzweifelhaft seit der Annahme der Volksinitiative, dass es darum geht, wie gehen wir jetzt weiter vor. Konkret kann, soll und darf Brandenburg den Planfeststellungsbeschluss allein ändern oder nicht? Oder sind Verhandlungen der richtige Weg? Und ich möchte da nochmal auf die Volksinitiative zurückgreifen und den Text. Und genau darin steht, wir sollen bitte in Verhandlungen mit den anderen Gesellschaftern zu einer Einigung kommen und zu mehr Nachtruhe. Genau das war der Text des Volksbegehrens. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sehen an keiner Stelle einen Grund, unsere Einschätzung zu ändern. Es gibt zwar das eine und das andere Gutachten, auf das Herr Dombrovskis gerade abgestellt hat, aber man muss sagen, die Ansichten dieser beiden Gutachten gehen sehr weit auseinander. Und um diesen Änderungsvorbehalt aufzugreifen, müssten wir erstmal valide Ansatzpunkte haben, die rechtfertigen würden, dass wir den Planfeststellungsbeschluss ändern. Und diese sind nicht darstellbar aus unserer Sicht. Der Flughafen ist noch nicht mal in Betrieb. Wir können also sozusagen von den getroffenen Annahmen, die zu den Festlegungen im Planfeststellungsbeschluss geführt haben, gar nicht den Beweis antreten, dass diese nicht zutreffend sind. Auch die Änderung der Flugrouten führt nicht zu einer Änderung des Planfeststellungsbeschlusses, sondern sie würde nur ändern zu einer Verschiebung der Schutzzonen, die auszuweisen sind. Neue wissenschaftliche Gutachten zum Thema Gesundheitsschutz, auch diese würden nicht zu einer Veränderung des Planfeststellungsbeschlusses führen, sondern höchstens zu einer Veränderung des Schutzniveaus, das erforderlich ist, um diese Gesundheitsbeeinträchtigungen zu vermeiden. Also alle im Gutachten angegebenen Gründe von Baumann und Hess für eine Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, führte der Gutachter De Witt aus, verkennen die Rechtsvoraussetzungen. Sie rechtfertigen nicht einmal eine Nachbesserung der Schutzauflagen und erst recht nicht einen Teilwiderruf der Betriebsregelung. Wir halten es stattdessen für richtig, mit den anderen Gesellschaftern zu reden und vor allen Dingen sie auf die Verantwortung für das Gelingen dieses Projekts hinzuweisen. Denn ein Flughafen in einer solch dicht besiedelten Region kann nur gelingen, wenn er in guter Nachbarschaft funktioniert. Und da sind alle gefordert. Da ist Berlin gefordert und da ist der Bund gefordert. Das bedeutet allerdings aus unserer Sicht auch nicht, dass wir nie und nimmer etwas ändern können am Planfeststellungsbeschluss. Aber dazu brauchen wir Voraussetzungen, die das sozusagen rechtssicher auch begründen ließen. Diese Voraussetzungen liegen heute und hier nicht vor. Wir können nicht handeln. Wir haben der Landesregierung ein Verhandlungsmandat erteilt. Wir wollen, dass dieses Mandat durchgeführt wird und angenommen wird. Und wir appellieren vor allen Dingen an unsere Vertragspartner, dass sie sozusagen sich ebenfalls bewegen, so wie wir das mit ganz großer Einigkeit hier wollen. Denn wir stehen, mit Verlaub gesagt, ziemlich allein da. Es ist unsere Landesregierung, es ist unser Ministerpräsident, der sich an die Spitze gestellt hat und für mehr Nachtruhe sorgen will. Es ist nicht der Bund, es ist nicht der Berliner regierende Bürgermeister, sondern es ist die Landesregierung Potsdam mit unserem Ministerpräsidenten. Vor diesem Hintergrund würden wir uns freuen, Sie würden mit uns gemeinsam mehr Kraft darauf verwenden, dass wir sozusagen die anderen Gesellschafter ins Boot bekommen und zu Lösungen kommen, anstatt hier mit Anträgen zu hantieren, die überhaupt nicht umsetzbar sind. Und Sie wissen das ganz genau. Und Sie fallen noch hinter die Forderung der Volksinitiative zurück. Wir fühlen uns als CoA unseren Beschlüssen verpflichtet und wir wollen diese auch umgesetzt wissen. Die Forderungen im Punkt 4 greifen genau die Forderungen auf, die auch die Grünen in ihrem Antrag nochmal extra aufgeführt haben. Wir wollen nach der Urteilsverkündung am 25. April natürlich
auch, dass dieses Urteil ohne Wenn und Aber jetzt umgesetzt wird. Und auch die Landesregierung hat erklärt, dass aus ihrer Sicht viel dafür spricht, dieses Urteil zu akzeptieren, um einfach auch eine Befriedung im Umfeld herbeizuführen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ist von Seiten der FBB Herr Medorn in seiner berühmt-berüchtigten Art wieder vorangeschritten und hat das Urteil kritisiert. Man kann das tun, aber es ist nicht zielführend. Und aus unserer Sicht können wir das auch überhaupt gar nicht hinnehmen, dass immer wieder Gerichtsurteile in Frage gestellt werden. Wir müssen allerdings uns auch bewusst sein, dass wir sozusagen die Geschäftsführung an der Stelle zum Nichttun verurteilen, indem wir das genau von ihnen fordern. Rechtssicherheit ist nicht so einfach herzustellen, denn wir sind nicht allein Player auf dem Ground. Wir haben die Flughafengesellschaft, wir haben die Airlines, wir haben die Betroffenen, wir haben alle möglichen Akteure, die weiter ihre juristischen Möglichkeiten nutzen werden. Und Herr Bayer hat bereits angekündigt, dass er auch an dieser 30%-Regelung zur Umsetzung des Schallschutzes sozusagen nochmal angreifen will, weil er sagt, das ist nicht hinnehmbar. Und es ist natürlich nicht hinnehmbar, wenn aufgrund des Urteils sozusagen man jetzt im Einzelfall dazu kommen muss, dass man nicht Schallschutz herstellen kann, materiellen Schallschutz, sondern dass man Menschen Geld in die Hand drückt und sagt, es ist nicht realisierbar, seht zu, dass ihr mit dem Geld klarkommt. Das ist keine Alternative, das muss man wirklich klar so sagen. Wir haben in unserem Antrag all das nochmal versucht aufzugreifen und wir wollten zwei ganz wichtige Signale setzen. Wir wollen erstens keine weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen haben. Das Urteil ist vollumfänglich umzusetzen. Wir wollen, dass endlich Schallschutz realisiert wird im Umfeld des Flughafens und wir wollen, dass sozusagen diese festgestellten Schallschutzmittel vollumfänglich auch finanziert werden. Und da brauchen wir natürlich auch die anderen Gesellschafter mit im Boot, dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und wir sind schon der Auffassung, dass man, wenn man unseren Punkt 4 des Entschließungsantrages abstimmt, auch den Antrag der Grünen sozusagen hinfällig ist. Es wäre vernünftig gewesen, mit uns gemeinsam den Antrag zu stellen. Es gibt überhaupt keine Differenzen in der Sache, sondern es geht nur darum, wieder, wer hat wann einen Antrag gestellt und wer kann sich damit versuchen, draußen zu profilieren. Und solche Spielchen machen wir hier nicht mit. Und deshalb bitte ich, unserem Antrag zuzustimmen. Und wir werden eine namentliche Abstimmung auffordern, um zu signalisieren, wir stehen zu unseren Versprechungen, die wir gegeben haben. Und wir fordern einfach sozusagen, tun Sie mit uns gemeinsam sich stark in Berlin und im Bund machen, damit wir für unsere Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg mehr Lärmschutz realisieren können. Ich danke Ihnen.